Dein Wunder wird geschehen, du musst nur weitergehen. Hab es so oft erlebt, Wunder geschehen. Fühlst du dich gerade irgendwie gefangen? Vielleicht hast du eine große Entscheidung in deinem Leben getroffen, doch jetzt sieht es aus, als wäre das ein großer Fehler gewesen. Vielleicht ist es dein Job, der einst perfekt gewesen ist, doch jetzt weißt du nicht, ob du noch länger hier bleiben kannst. Vielleicht ist es sogar deine Ehe. Das war doch die Entscheidung deines Lebens. Nachdem ihr in der Kirche gesegnet worden seid, hattest du den Eindruck, dass ihr gemeinsam die Welt erobern werdet. Doch jetzt schaut ihr euch kaum noch an und lebt aneinander vorbei. Vielleicht hast du auch zum 100. Mal versagt. Dabei wolltest du es nie wieder tun. So oft hast du schon gebetet, bitte vergib mir noch einmal, ich werde es wirklich nie wieder tun. Vielleicht hast du sogar eine Entscheidung getroffen, die du nicht mehr rückgängig machen kannst. Du hast dich dafür entschieden, dein Baby nicht zu behalten und nun bist du gefangen in deinen Schuldgefühlen. Auch Paulus verbrachte mehrere Jahre in Gefängnissen. Und als ich kürzlich morgens in der Bibel las, stach mir eine Passage besonders ins Auge. In diesem Gefängnis, in dem wir wahrscheinlich heulen würden, wieso bin ich hier, wieso hilft mir keiner, Gott, hast du mich fallen lassen? Reagierte Paulus ganz anders. Er ermutigt, darum knie ich nieder vor Gott, dem Vater, und bete ihn an, ihn, dem alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde ihr Leben verdanken und den sie als Vater zum Vorbild haben. Ich bitte Gott, dass er euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft schenkt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein, auf sie sollt ihr bauen. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. Lass uns hieraus 4 Punkte festhalten. Erstens, er betet Gott in seinem Gefängnis an. Keine Fragen, keine Klagen. Zweitens, und dann bittet er Gott um Kraft. Drittens, er erinnert an die große Liebe Gottes. Und viertens, und daran, dass Gott mehr tun kann, als du heute siehst. Willst du diese 4 Punkte heute selbst einmal durchgehen? Wenn nötig, immer wieder. Denn während du Gottes Nähe suchst, findet er eine Lösung für dich. Du wirst geliebt. Danke für dich. Dein Wunder wird geschehen, du musst nur weitergehen. Hab es so oft erlebt, Wunder geschehen. Dein Wunder wird geschehen und du wirst mich verstehen, weil du es selbst erlebst, ein Wunder für jeden Tag.